Wenn du beruflich viel unterwegs bist, dann kannst du bestimmte Kosten von der Steuer absetzen, die andere nicht absetzen können. Welche das genau sind, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und es gibt ein paar Berufsgruppen, die sind einfach beruflich sehr viel unterwegs. Wenn du jetzt selbstständiger Keynote-Speaker bist oder Berater bist oder Seminare gibst, dann wirst du es gewohnt sein, einfach sehr viel unterwegs zu sein. Und du kannst geschäftliche Reisen auch von der Steuer absetzen, natürlich. Ich habe dazu auch schon mal ein ausführliches Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts. Es gibt aber auch Kosten, die zwar nicht direkt Reisekosten sind, aber ähnliche Kosten sind, die du auch steuerlich absetzen kannst, die aber häufig vergessen werden. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal genauer an. Die erste Ausgabe, die häufiger mal vergessen wird, ist dein Koffer oder Koffer, weil wenn du einfach viel beruflich unterwegs bist, dann hast du wahrscheinlich einen Handgepäckkoffer, den du mit in das Flugzeug nehmen kannst und vielleicht einen Aktenkoffer und für längere Reisen, auf Messebesuchen und so weiter, hast du wahrscheinlich auch noch einen großen Koffer, wo deine Kleidung drin ist. Und du kannst die Koffer, die du ausschließlich betrieblich nutzt, natürlich von der Steuer absetzen. Was auch relativ klar sein sollte, du kannst natürlich nicht die Koffer, die du privat für deine Urlaubsreisen verwendest, von der Steuer absetzen, aber wenn du beruflich viel unterwegs bist, dann wirst du mit Sicherheit auch hochwertigere Koffer haben, die dann auch relativ viel Geld gekostet haben, die du ausschließlich betrieblich nutzt. Und die darfst du in deiner Buchhaltung absetzen. An dir liegt es nur, dass du nachweisen kannst, dass du die wirklich auch betrieblich nutzt. Das heißt, wenn du nachweisen kannst, dass du betrieblich viel unterwegs bist und dafür diese Koffer angeschafft hast, dann kannst du sie auch als Betriebsausgabe absetzen. Zu dem Thema gibt es übrigens auch ein spannendes Urteil. Das findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Wenn du dich in das ganze Thema noch ein bisschen tiefer einlesen möchtest, findest du da alle weiteren Informationen. Eine zweite Betriebsausgabe, die ich ehrlicherweise selbst relativ selten in der Buchhaltung sehe, ich aber weiß, dass sie viele Leute haben, sind zum Beispiel Europax. Wenn du beruflich viel in der Bahn sitzt oder im Flieger sitzt, dann weißt du das mit Sicherheit, dass die Geräuschkulisse relativ hoch ist. Und wenn du dann aber trotzdem konzentriert arbeiten möchtest in der Bahn und du hast schreiende Kinder um dich herum oder im Flieger und du musst dich einfach besser konzentrieren und kaufst dafür Europax, dann darfst du diese Europax auch in der Buchhaltung berücksichtigen und von der Steuer absetzen. Eine dritte Betriebsausgabe, die du auch steuerlich absetzen kannst, ist ein bisschen abgeleitet aus dem Europax-Thema. Weil die Europax darfst du dann absetzen, wenn sie dir dabei helfen, konzentriert zu arbeiten. Aber nicht jeder verwendet Europax im Flieger oder in der Bahn, sondern es gibt heutzutage auch Noise-Canceling-Kopfhörer. Und es gibt auch einige Angebote, die dir zum Beispiel Klänge vorspielen, mit denen du dich besser konzentrieren kannst. Das heißt, auch solche Services helfen dir dabei, besser zu arbeiten. Das heißt, du kannst auch Noise-Canceling-Kopfhörer und solche Dienste steuerlich geltend machen und in deiner Buchhaltung berücksichtigen. Du kannst all das absetzen, was dafür sorgt, dass du dadurch effizienter arbeiten kannst. Die Nachweispflicht, das heißt, dass du es wirklich auch betrieblich nutzt und verwendest, das liegt dann doch wiederum bei dir. Du musst das Ganze in erster Linie einfach begründen können. Und wenn du es begründen kannst, dann kannst du das auch absetzen. Das Ganze gilt natürlich auch nicht nur dann, wenn du im Flugzeug oder in der Bahn arbeiten möchtest, sondern auch, wenn du zum Beispiel in einem Coworking Space sitzt oder in einem Großraumbüro sitzt und einfach die Geräuschkulisse relativ hoch ist, aber auch wenn du im Homeoffice sitzt und deine spielenden Kinder um dich rum hast und die einfach dich von deiner Arbeit ablenken, auch dann kann ja eine Investition in Noise-Canceling-Kopfhörer deine Arbeit effizienter machen und das bedeutet dann, dass du sie auch in der Buchhaltung berücksichtigen darfst. Ich hoffe, in diesem Video konnte ich dir vielleicht ein paar Ideen geben, was du jetzt noch zusätzlich von der Steuer absetzen kannst. Wenn du dir jetzt allerdings denkst, die Geräuschkulisse oder meine Kinder sind gar nicht das Problem, meine laufende Buchhaltung, die lenkt mich immer ab und sorgt dafür, dass ich nicht genug Zeit habe, um an meinem Business zu arbeiten, ja, dann gib doch einfach deine laufende Buchhaltung an den Steuerberater ab. Vielleicht sogar an einen spezialisierten Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Wir, die Conto Steuerberatung, sind genauso ein Steuerberater und helfen dir gern bei deiner laufenden Buchhaltung und deine Steuererklärung. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch gern erstmal einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Zu der ich übrigens auch ein interessantes Urteil gefunden habe, was du unten in der Videobeschreibung findest, sind... Habe ich gerade vergessen, was ich da gefunden habe.